Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nom Nom Apocalypse. Ich habe ja gesagt, wir wollen es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Und wir werden heute mal als Hotdog-Verkäufer starten, denn der hat eine Spezialfähigkeit, der ist Hotdog-Geschützturm, das schon mal sehr geil klingt. Und Automaten sind 10% billiger. Klingt beides sehr gut. Und ich habe nochmal privat gespielt und mir neue Perks gekauft. Die bleiben übrigens für immer da. Das heißt, man kauft die einmal und dann kann man sie jederzeit wieder ausrüsten. Und ich habe jetzt genommen Espresso, damit ist man nämlich allgemein schneller. Dann den Befall, der klang auch sehr gut, ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Aber wenn man da kritisch niedrige Lebenspunkte hat, dann wird ein Schwarm von radioaktiven Kakerlaken freigesetzt, die auf Gegnern explodieren. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Explosionen mir auch Schaden zufügen, das wäre nämlich ein bisschen blöd. Aber klang auf jeden Fall auch sehr geil. Und den Bahnbrecher, den hatten wir auch letztes Mal schon, der bei der Ausweichrolle eine Feuerspur hinter sich zieht. Here we go again. Ja, das Spiel claimt ja irgendwie ein Roguelike zu sein, deswegen bin ich mal gespannt, ob die Ebenen an sich immer dieselben sind und ob auch die Bosse immer dieselbe Reihenfolge haben oder ob sich das ein bisschen alles unterscheidet und das tatsächlich nur von den Waffen her anders ist, dann wäre das nämlich ein bisschen so wie Dark Cells. Dark Cells sage ich schon, wie Dead Cells. Hey, hier gibt's einfach irgendwelche Sachen, die machen, dass ich nicht angreifen darf. Was ist das denn? Was hat mich da das ist dieses rote Zeug auf dem Boden. Ah, okay, verstanden. Genau, das interessiert mich mal. Das möchte ich sehen und ob auch die Gegner halt immer anders sind. Aber ich glaube, die sind angepasst, je nachdem, in welcher Ebene man ist, sind auch die Gegner halt immer dieselben. Aber das ist ja auch okay. Aber ich hoffe, es ist hier halt mehr Vogue-Elemente drin, als einfach nur, dass immer die Waffen anders sind. Zumindest, dass die Bosse nicht immer dieselben sind. Das fände ich schon mal ganz geil. Oh, unsere Spezialfähigkeit ist ready. Können wir ja einfach mal einsetzen und es ist einfach so ein Hotdog-Stand, der rumschießt. Okay, alles klar. Da kann ich auch mit arbeiten. Das klingt sehr gut. Wow, hallo? Was ist da? Lol, das ist dieses Viech. Das hat einfach den Schaufler drauf, oder was? Okay, das war mir auch nicht bewusst. Hä? Der war ja richtig schnell unter der Erde. Kann sein, dass sie das Spiel ein bisschen angepasst haben zum letzten Mal. Ich glaube, es gab ein paar Hotfixes, weil ein paar Leute Bugs hatten. Ich hoffe, die haben das Spiel jetzt nicht schwerer gemacht. Und ich hoffe, sie haben nicht meinen Bugfix oder mein Bug daraus genommen, dass meine Waffe da so voll krass OP wird. Apropos Waffe, wir kriegen ja einen Senfblaster. Oh, okay. Hat nur 4 Munition und ist eher wie so eine Schrotflinte. Alles klärchen. So, da kommt mal alle her. Ja, du kleines Onigiri. Ja, und explodiere. Haha. Ich frage mich, ob die Explosion mir auch schadet. Vermutlich aber schon. Ja, Ziel ist auf jeden Fall heute, da wir es beim letzten Mal ja nicht geschafft haben. Oh mein Gott. In die 5. Ebene zu kommen und quasi das Spiel einmal durchzuspielen. Kann ja nicht so schwer sein. Aber die Sache ist, ich werde wahrscheinlich dieses Mal nicht diese glitchy Waffe bekommen, wie ich sie beim letzten Mal hatte. Und wenn ich das hier gerade so sehe, wie wenig Damage wir machen, kann das alles ein bisschen länger dauern. Den Bonbon-Blitzer, klar kaufe ich den, damit ich 3 Waffen wenigstens habe. Die hatten wir ja auch schon mal, das ist einfach die Waffe, die Bertiebots Bohnen rumschießt. Na los, komm raus, du kleines Wesen. Genau. Und die prallen auch von den Wänden ab und sowas und das ist ganz nett. Kann man schön Bertiebots Bohnen mit Kotzgeschmack auf die Gegner abfeuern. Und wer will das nicht? Da sind wir auch schon beim Boss. Oh mein Gott, okay. Kaufe ich mir Pizzafett, damit ich meinen Geschützturm aktivieren kann? Ja komm, Powerfett, ein bisschen Powerfett ist doch drin. Okay, die Anzeige ist leider immer noch nicht fertig. Fuck. Aber wenn wir ihn ein paar Mal treffen, den Boss, dann sollte unsere... Aha! Der Würstelsmasher. Dann sollte unsere Spezialfähigkeit auf jeden Fall fertig sein. Und es ist nicht derselbe Boss wie beim letzten Mal. Also nicht der erste selbe Boss. Ich glaube, den kennen wir sogar noch gar nicht, oder? Sehr interessant. Also, die Bosse unterscheiden sich. Da sind sie dann eher den Isaac-Weg gegangen. Das finde ich gut. Da sind die Bosse ja auch mehr oder weniger... Oh mein Gott, er macht richtig die Party hier. Mehr oder weniger random. Das sage ich mehr oder weniger sit-random. Und ist dann hier anscheinend auch so. Da bin ich gespannt, ob der Endboss wenigstens derselbe ist. Oder wie die das gehandhabt haben. Okay, da hält ja gar nichts aus. Warte, ich muss noch mal meinen Geschützturm hier machen. Geschützturm, du machst das. Töte ihn. Ich mache jetzt einfach gar nichts mehr. Ich weiche jetzt nur noch aus. Okay, du machst fast gar keine... Ey, lass mal Geschützturm in Ruhe. Na gut, ich helfe doch noch mal ein bisschen mit. Ah, damit ich Hilfe. Hatten wir noch irgendeine andere coole Waffe? Nee, ne? Keine neue Waffe. Und unser Geschützturm ist leider... Der weiß aber gar nicht mal so gut. Weiß ich nicht, was ich von den Spezialfähigkeiten hier halten soll. Lief ja schon mal ganz gut. Wir kriegen dafür die Gabelarmbrust. Die ist halt auch mega scheiße. Das Einkaufszentrum. Ja, aber an sich, ich muss sagen, das Spiel gefällt mir eigentlich recht gut. Also es macht Spaß. Es hat auch irgendwie alles, was so ein Twin-Stick-Shooter braucht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob man hier unten runterfallen kann. Wenn man hier zu nah an die Kante geht, dann fällt man bestimmt runter. Und was sowieso das Allergeilste an diesem Spiel ist, man hat eine Ausweichrolle, Leute. Ausweichrollen machen jedes Spiel besser.
Genauso wie Doppelsprung. Doppelsprung fehlt hier noch, aber es hat ja nicht mal einen normalen Sprung. Also was will man da mit Doppelsprung? Aber an sich erinnert das halt mega irgendwie an Enter the Dungeon, muss ich sagen. Von wegen, man geht halt von Raum zu Raum und killt alle Gegner. Ab und zu findet man mal eine schöne Waffe, die man auch hin und her switchen kann. Enter the Dungeon ist vielleicht noch ein bisschen mehr taktisch, weil es da ja, naja, auch so eine Art Perks gibt. Beziehungsweise es gibt da Kombinationen von Waffen, die dann halt irgendwie mega geil sind. Okay, jetzt habe ich mir jetzt ja gerade eine ganz schlechte Position gebaut. Ein Glück habe ich so ein Geschütz, das alles für mich macht vielleicht. Und diese Dinger hier heißen übrigens Eclair, Leute. Eclair, hat mir der gute Jay gesagt. Ihr habt mir sowieso einige Dinger gesagt, die ich hier nicht wusste. Und diese komischen Törtchen, puyo puyo, kann man nicht angreifen, wenn sie klein sind. Das ist auch interessant. Und man ist übrigens nicht safe, wenn man eine Ausweichrolle macht. Heißt, wenn man in der Ausweichrolle... Oh mein Gott, ist das hier schon wieder viel zu viel los. Wenn man eine Ausweichrolle über Munition macht, also über Schüsse von den Gegnern, dann kriegt man auf jeden Fall trotzdem Schaden. Also das ist auch nochmal ein Unterschied zu Enter the Dungeon, wo man ja Instability Frames hat, wenn man seine Ausweichrolle macht. Enter the Dungeon ist natürlich schwerer als dieses Spiel, also kommt mir zumindest so vor, auch wenn ich gerade schon wieder gar keine Leben habe. Aber deswegen passt dieses Spiel auch viel besser zu mir, denn ich bin ein Bonobo, ja! Oh, what are you? Eiswürfler? LOL! Ich brauche ganz dringend Leben. Hier gibt's Leben, okay, ich muss nur noch diesen Raum überleben. Dann gibt's Leben für mich. Das ist doch nett. Gegen ein paar Eclairs komme ich doch an. War es das schon mit dem Raum? Ja, okay. Puh. Und den Eisschaufler, dann hätten wir den Eiswürfel... Schaufler und den Eisschaufler, oder was? Ich will nur mal wissen, was der Karamellisierer kann. Ich weiß, wir hatten den im letzten Mal auch schon, aber ich weiß nicht mehr, ob der gut war oder nicht. Doch, der sieht gut aus. Okay, den behalten wir. Wir brauchen auf jeden Fall Leben. Das ist halt voll die Noob-Taktik, sich Leben zu kaufen. Wenn man Leben kaufen muss in einem Spiel, dann ist man, hat man sich als Noob quasi entlarvt, aber da kann ich mit leben, Leute. Ich habe mega Angst vor diesen Törtchen. Und ich habe auch mega Angst vor diesen Viechern. Was ist das denn? Okay, das sind auf jeden Fall auch neue Viecher. Hä? Okay, warte. Lass mal analysieren, was das ist. Unten ist irgendwie mehr oder weniger Keks. Und dann hat das mehrere Schichten. Und oben ist Schokolade. Gar keine Ahnung. Noch nie in meinem Leben gesehen, so ein Viech. Leute, was denkt ihr, was könnte das sein? Okay, next round. Das ist auf jeden Fall ein Pfannkuchen. Ein Palatschinko. Palatschinko? Sieht mir jetzt nicht aus wie ein Palatschinko. Aber ist okay. Er wirft einfach Toast nach uns. Ist das nicht so ein... Doch, das ist ein Pancake, nicht wahr? Wie heißt... Okay, er hat einen krassen Laser drauf. Das ist natürlich richtig geil. Warte mal. Ja, ja. Sei mal ein bisschen eingefroren vielleicht. Und dann... Friss meine Hotdogs! Schießt er denn auch Hotdogs? Das wäre witzig. Oh Mann, ey. Aber der scheint schon wieder nicht so krass zu sein. Aber vielleicht ist unser Hotdog-Stand auch einfach mega heftig. Ich muss aber sagen, die Designs von den Dingern sind schon cool. Also, okay, explodieren die gleich alle noch? Rein. Oh mein Gott, hier kommt mir gerade viel zu viel Stuff. Hilfe! Okay, aber überlebt. Ohne sogar ein Leben zu verlieren. Kriegen wir jetzt extra Stuff. Aber Ideenreichtum haben sie auf jeden Fall. Was haben wir hier? Den Humushammer. War der gut? So, aber irgendwie bin ich zu gut. Deswegen bringt dieser Befall gar nichts, weil wir keinen kritisch niedrigen Lebenspunkte Schaden bekommen. Glaube ich, nehme dann lieber die Frikadellenschleuder mit. Da habe ich nämlich eine Ein-Drittel-Chance, dass wenn ich Schaden erleide, dass da dann Frikadellenschüsse rauskommen. Keine Ahnung, wie viele. Ob das jetzt nur 3 sind oder wie viele. Klingt aber eigentlich auch ganz nett. It's the Squirrel Time. Okay, jetzt bin ich mir sogar noch sicherer, dass man hier nicht runterfallen darf, weil da unten an der Kante sind einfach mega viele Stacheln. Locker ist man da instant tot, wenn man runterfällt. Haut ab, ihr miesen Dinger. Zack, zack, ins Auge. Ja, und nochmal ins Auge. Und wieder Feuer. Aha. Ich bin der beste ins Auge ausweichrollen Feuerlieferant aller Zeiten, Hotdog-Typ. Was bist du denn für ein Viech? Hä? Was soll das überhaupt darstellen? Was bist du? Bist du... What the f... Noch so ein Ding. Okay, warte, was bist du? Du siehst aus wie eine Nudel, die vorne... einen Fleischklumpen dran hat oder so. Hä? Sowas gibt's doch nicht zu essen, oder? Ja, Bonbonbrecher! Neue Errungenschaft. Keine Ahnung, wofür ich die Errungenschaften immer bekomme, aber ich nehme sie alle mal an. Karamellkanone gibt's hier auch noch, Leute. Was kann denn die Karamell... Oh ja, doch, doch, doch. Karamellkanone sieht gut aus. Oh, hier hätten wir auch noch den Microwafer. Nur mal um zu gucken. LOL. Was? Okay, der macht einfach so einen Laserstrahl, aber ich kann mir vorstellen, dass der halt gar keinen Damage macht. Deswegen lassen wir ihn da. Ich finde den Karamellschießer eigentlich ganz geil. Okay, nevermind, der Scheiß macht einfach gar keinen Damage hier. Oh mein Gott, ich habe nur diese eine Waffe, die Damage macht. Also wenn man hier schlechte Waffen hat, dann hat man auf jeden Fall schlechte Karten. Oder ja, schlechte Waffen halt. Oh, wie wenig Schaden der Scheiß macht. Du triffst sie voll in die Augen und die sterben einfach nicht.
Okay. Dizzy, merke dir, keine Schrotflinten mehr nehmen. Schrotflinten sind nicht dein Style, außer bei BF4. Oh, ein Glück, die bleibt sogar hier. Okay, nice. Dann nehmen wir jetzt doch diese komische Laserstrahlwaffe mit. In der Hoffnung, dass sie ein bisschen Damage macht. Ja, so ein kleines bisschen. Und es macht einfach so ein Mikrowellengeräusch, wenn man jemanden tötet damit. Okay, dafür hat sich das schon gelohnt, diese Waffe mitzunehmen. Ding, Essen ist fertig. Ah, I love it. Diese Waffe ist ja mega geil. Sie macht jetzt nicht den ultra krassen Damage, aber dafür geht sie... Oh, sie ist auch schon wieder alle. Cool. Hat auch nicht so viel Munition. Aber sie macht witzige Geräusche und sie geht anscheinend über die ganze Map. Doch, doch, die gefällt mir sehr gut. Das ist jetzt eine meiner Lieblingswaffen. Der Microwave. Ah, diese fucking Törtchen. Ich hasse diese Törtchen. Oh mein Gott, geht weg von mir. Ich kann nicht schießen. Törtchen, geht weg. Ah! Ja komm, die Waffe ist eh nicht geil. Knoblauchbecher, was kannst du denn so? Sei bitte besser als... Ja, auf jeden! Okay, man wird ein bisschen zurückgeschubst, weil die so eine krasse, einen krassen Rückstoß hat. Aber klingt ganz geil. Dann sind wir doch, glaube ich, oh mein Gott, ganz gut vorbereitet. Die Albträume der Naschkatze. Was? Oh nein, ist das jetzt so ein Special Boss? Okay, ich habe mega Angst vor dem. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Warte, ich kann nicht ausweichen. Lol. Okay, das ist ja super böse. Man muss im richtigen Moment ausweichen, damit das Ding eigentlich trifft, oder was? Okay, lass den mal bitte ganz schnell töten. Hä? Okay, der ist super, super böse, jetzt ohne Witz. Wenn er diese komische Attacke macht, dann kann ich ja gar nichts gegen machen. Ich bin richtig schlecht im richtigen Timing ausweichen. Ja, diese komischen Bomben kannst du gerne machen. Ich komme halt nicht mal an ihn ran. Okay, du wirst jetzt gemicrowaved. Hoffentlich macht das Damage. Hat auch... Lol, wieso kriege ich denn gleich so einen Special-Boss hier? Das ist doch mega dumm. Lassen Sie mich in Ruhe. Oh, was kommt jetzt? Gar nichts kann ich. Aua, ja, er trifft mich halt instant. Ich kann halt auch nicht ausweichen. Hör auf mit dem Kack. Digga. Ah, hier an der Seite ist man verlangsamt. Jetzt sehe ich es erst. Ich habe gleich keine Muni mehr. Und Leben habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, geil. Ah, man kann auf dem... Man kann an der Seite nicht ausweichen. Ja, geil. Ja, mach doch noch irgendwas. What the fuck war das für ein Dude? Der war viel zu heftig. Die kannst du mir doch nicht in der dritten Ebene so einen Endboss vorschmeißen. Ich dachte, ich hätte gute Waffen, aber nope. Einfach gar nicht. Der Candyman haben wir auf jeden Fall freigeschalten. Fucking Naschkatze. Okay, was kann denn der Candyman? Der hat einen Lolli-Strahlenlaser als Special-Waffe. Das klingt auch sehr, sehr gut. Und die volle Powerleiste verbessert Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist, glaube ich, mein Charakter, Leute. Gut, dann werden wir dem beim nächsten Mal spielen und werden hoffentlich nicht nochmal der Naschkatze begegnen. Dann war's das mit dieser kurzen Folge Nom Nom Apocalypse. Das Spiel macht mir auf jeden Fall mega Spaß. Wenn es euch auch Spaß macht beim Zugucken, dann könnt ihr ja ein Like da lassen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss.